da ich damit schon beim Geld bin, weise ich Sie sehr gerne auf zwei wichtige Kollekten an. In diesem Gottesdienst hin in den Rhein wird gesammelt für die Arbeit der Berliner Stadtmission. Wer mit offenen Augen durch diese Stadt geht, der weiß auch, welch wichtige Rolle die Stadtmission spielt, nicht nur mit dem weithin sichtbaren Zentrum am Hauptbahnhof, sondern mit insgesamt mehr als 60 Einrichtungen, Gemeinden und missionarischen Projekten. Mit all dem wird nach dem Besten für die Menschen in unserer Stadt und im Land Brandenburg gesucht. Leidenschaft für die Sache Gottes und Leidenschaft für die Liebe zu den Menschen, das kommt zusammen in dem, was die Stadtmission für uns stellvertretend tut. Dass wir es kräftig unterstützen, das ist meine herzliche Bitte. Aber irgendwie sollten Sie dafür sorgen, dass Sie beim Rausgehen noch was haben. Denn am Ausgang wird gesammelt, und dafür danke ich der Gemeinde besonders, am Ausgang wird gesammelt für die Initiative Pro Rally. Eine Volksbewegung, eine Volksinitiative für den Religionsunterricht und eine Verbesserung seiner Stellung an den Berliner Schulen. Ein langer Kampf soll jetzt zum Ziel führen, dadurch, dass in den nächsten Monaten insgesamt 170.000 Unterschriften gesammelt werden. Dieses Anliegen muss den Menschen bekannt werden. Dass das bekannt wird, das unterstützen Sie mit der Ausgangskollekte. Kollekte, das Wort heißt sammeln. Gesammelt wird für Pro Rally auch noch auf andere Weise am Ausgang. Sie haben nämlich die Möglichkeit, Ihre eigene Unterschrift zu leisten. Hinten bei der Wendeltreppe, die ins Untergeschoss führt, gibt es einen Tisch, gibt es Informationen, gibt es die Möglichkeit zu unterschreiben. Man muss das 18. Lebensjahr vollendet haben und seinen Wohnsitz in Berlin haben, um auf die Weise an einem Gesetzgebungsverfahren in Berlin mitwirken zu können. Also am Ausgang heute sogar eine doppelte Kollekte. Eine Sammlung von Geld und von Unterschriften. Zugleich beides sei Ihnen herzlich anempfohlen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere